Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir heute mal, mache ich einfach einen Amazon-Haul. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen viel dort bestellt und da auch ziemlich viele interessante Sachen für euch bei sind, gibt's heute einen Haul. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit den Sachen. Zuerst etwas, was ihr schon im Hintergrund seht, und zwar dieses Lichterketten-etwas. Das ist so ein, wie nennt man das? Lichterketten-Netz? Oder so? Also, ich wollte einfach eine Lichterkette haben, die über den kompletten Hintergrund von mir geht. Und da war so ein Netz eigentlich am praktischsten. Und dieses Netz hier macht jetzt noch so coole Flimmer-Dinger. Also das flimmert so schön und deswegen finde ich das voll perfekt. Das war auch eigentlich echt nicht teuer. Es hat, glaube ich, weniger als 20 Euro auf jeden Fall gekostet und ist auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung gewesen, das zu kaufen, weil ich den Hintergrund jetzt so um 150% schöner finde als vorher. Wo wir gerade bei Glitzer sind, bleibe ich direkt dabei. Und zwar habe ich mir diese Schuhe hier bestellt. Ich weiß, da werden die Geschmäcker jetzt auf jeden Fall auseinandergehen und entweder hasst man diese Schuhe oder man liebt sie. I don't know. Ich weiß nicht, ob die Dinger mir stehen, aber ich finde sie echt richtig cool, weil die sind mal so ein Hingucker irgendwie. Also gerade sehen die extrem groß aus. Das ist aber tatsächlich Größe 38. Das sollte eigentlich so schwarz-silbernes Glitzer sein. Es sieht jetzt so ein bisschen blaustichig aus, aber es gefällt mir eigentlich trotzdem recht gut und ich finde die mega cool. Ich weiß nicht, wie das bei mir aussieht. Also ich habe sie noch nicht draußen irgendwo getragen, weil ich noch nicht wusste, mit was. Das wird wahrscheinlich auch so mein größtes Problem bei der Sache werden. Aber I like it. Normalerweise bin ich ja nicht so der Glitzer-Typ, aber die finde ich echt cool. Irgendwie geht es heute ziemlich viel um Glitzer. Jetzt mache ich aber mal mit Schimmer weiter. Wow, diese Überleitungen sind heute super. Und zwar habe ich mir den Mary Luminizer bestellt, beziehungsweise den habe ich sozusagen zum Geburtstag bekommen. Irgendwie. Aber den habe ich sozusagen halt bei Amazon bestellt. Und ja, das ist einfach dieser mega bekannte Highlighter. Ihr kennt den wahrscheinlich sowieso alle, also ich brauche da jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Ich habe den vorher, glaube ich, bei Nilo und Sunny schon mal ausprobiert und ich meine bei Maggie auch. Also ich habe mich so durchprobiert, aber war irgendwie immer zu geizig, mir den selbst zu kaufen, weil der kostet 20 Euro oder so. Und für einen Highlighter, den ich sowieso nicht ganz so oft benutze, dachte ich mir, okay, nee. Aber jetzt zum Geburtstag habe ich gedacht, ist mal okay. Und den habe ich gerade übrigens auch drauf, falls man das sehen kann. Tada! Ich habe mir noch was bestellt, was ich aber zu 99%, glaube ich, wieder zurückschicken werde. Und zwar ist es eine Uhr von Fossil. Die sieht so aus, also das ist so eine ganz normale Uhr, die jeder hat. Also diese roségoldene. Ich habe nämlich so ein Armband, dieses Armband hier, was mir so ein kleines bisschen groß ist, wie ihr sehen könnt. Und deswegen dachte ich mir, ich hole mir was für davor sozusagen, was das Armband so ein bisschen hält und irgendwie auch noch so dazu passt, weil das ist so wenig. Und deswegen habe ich diese Uhr hier geholt, weil ich dachte, das passt ganz gut. Allerdings finde ich irgendwie, dass mir das erstens überhaupt nicht steht, also dieses viele Glitzer, also so viel Schmuck und so, das war noch nie so wirklich ich und deswegen... Außerdem glaube ich, ich würde die sowieso nie tragen, weil ich so ein Mensch bin, der irgendwie sowas nicht haben kann. Ich trage auch keine Ketten und Ringe und so, das finde ich ganz eklig alles. Und ich glaube, mit so einer schweren Uhr, die wird es auch nicht so lange mit mir aushalten. Ich brauchte unfassbar dringend mal wieder eine Wimpernzange, weil meine total ausgeleiert bzw. so ausgelutscht war und irgendwie überhaupt nicht mehr gebogen hat, weil dieses Gummi schon so abgenutzt war. Und jetzt habe ich mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen sozusagen und mir eine von Tweezerman geholt. Bei DM gibt es Wimpernzangen für 2-3 Euro oder so und die hat jetzt 13 gekostet, meine ich, weil ich gehört habe, dass die um einiges besser sein sollen, genauso wie die Pinzetten. Und deswegen wollte ich das mal ausprobieren und ich kann euch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall so krass, weil diese Wimpernzange, die biegt meine Wimpern so krass nach oben. Ich kann euch das mal ein bisschen näher zeigen. Seht ihr das? Wie heftig die nach oben gebogen sind und wie krass dieser Augenaufschwung dadurch ist. Meine anderen Wimpernzangen haben das nicht mal halb so hoch bekommen. Und bei der musste einmal kurz irgendwie so drücken und dann
sind die so weit oben. Und das finde ich voll faszinierend irgendwie. Deswegen kann ich sagen, die ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Und zuletzt etwas mega Süßes, wo ihr wahrscheinlich jetzt alle denken werdet, ist die bescheuert. Ich habe mir so einen Sorgenfresser hier bestellt, also so ein Schlüsselanhänger-Sorgenfresser-Teil. Ich weiß nicht, ob ihr diese Teile kennt, aber die sind dafür da, dass ihr in deren Mund sozusagen hier rein so einen kleinen Zettel tut mit euren Sorgen und der frisst die dann auf, sodass die Sorgen nicht mehr da sind. Und den Gedanken finde ich so mega süß. Meine Schwester hat so ein Ding hier in groß. Und zu meiner Führerscheinprüfung haben meine Mama und meine Schwester mir den mitgegeben und in seinen Mund sozusagen was dazu geschrieben. Und dadurch habe ich dann meinen Führerschein auch geschafft. Also ich bilde mir zumindest ein, dass es deshalb war, weil ich fand das so süß und es hat irgendwie voll Glück gebracht und keine Ahnung. Und deswegen habe ich mir das Ganze jetzt auch bestellt. Die Teile sind zwar unmenschlich, unverschämt teuer, wirklich. Also so ein kleiner Schlüsselanhänger kostet schon 8 Euro oder so. Aber irgendwie war es mir das wert, weil ich finde die so süß und den Gedanken mag ich so. Und vor allen Dingen ist der auch so süß pink und der passt so zu meinem Schlüssel. Was total das dumme Argument ist, weil was passt denn zu einem Schlüssel? Ich hoffe, ihr versteht mich. Das war's dann jetzt auch schon von diesem Amazon-Haul. Ich verlinke euch alle Sachen, die ich gekauft habe, unten in der Infobox, damit ihr euch die auch mal angucken könnt oder auch bestellen, falls ihr Lust darauf habt. Und dann würde ich sagen, verlinke ich euch hier jetzt noch meine beiden letzten Videos. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Gebt dem Video hier gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht öfter mal sowas sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!